So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder im Vlog-Style, denn kaum zu glauben, es gibt noch eine Welt da draußen außerhalb meines abgedunkelten Wohnzimmers, was ihr sonst immer seht. Ich stelle euch heute eine Marke vor, bei der ich seit über 9 Jahren Kunden bin. Ich besitze über 20 Anzüge dieser Marke, über 20 Mäntel. Ihr könnt euch also vorstellen, was ich da schon an Geld ausgegeben habe. Entsprechend kann es nur gut sein. Preis-Leistung ist unschlagbar und es geht um die Marke Suit Supply. Und was stelle ich euch heute überhaupt alles vor? Es geht um das Custom-Made-Programm von Suit Supply. Denn ich werde immer wieder von euch gefragt, hey, wo kann ich einen guten Anzug kaufen? Und wenn ihr in der Nähe oder in einer Großstadt wohnt, wie Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf, dann ist die Antwort einfach Suit Supply. Wie lange braucht das? Was kann ich überhaupt alles machen? Was kostet mich das Spaß? Genau diese Fragen werden wir heute unter anderem beantworten. Moin, moin. Moin. Du stehst da, als hättest du auf uns gewartet. Immer. Komm rein. Das Team hier erwartet euch. Danke. Wir sind übrigens heute, ich meine, hier gibt es nur gute Berater, aber Simeon ist einer der sympathischsten. Das werdet ihr gleich sehen. Der Mann ist einmal super gut in dem, was er macht, aber auch einfach ein freundlicher Typ. Wenn man ihn sieht, muss man schmunzeln, weil man ihn nur gern haben kann. Ich hoffe, das Intro, was ich gemacht habe, gefällt dir. Ja. Geht's dir gut? Ja, soweit. Schön, dich zu sehen. Und dir? Auch, danke. Sehr gut. Wo kommst du nochmal her? Wo kommt dein Akzent her? Holland. Holland, so also, ist es nämlich. Genau. Deswegen ist er unter anderem so sympathisch. Genau, was machen wir heute? Einen Custom-Made-Anzug. Ja, wir können mal schon in die Richtung gehen, Richtung Anzugsecke. Tu mir einfach mal so, ich wüsste überhaupt nicht, wie das Ganze abläuft. Ich komme rein, ich habe einen Termin vorher ausgemacht. Ja. Wie sieht das Ganze aus? Ich komme zu dir und sage, hey, genau. Ich brauche einen Anzug. Richtig. Also in erster Instanz würde ich natürlich dir ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, ja, was du brauchst, für welchen Anlass du es brauchst. Und dann halt herauszufinden, ja, welchen Stoff bzw. am Ende auch welchen Schnitt ich dir am besten anbieten kann. Dann ist es quasi so, dass wir dir die Maße nehmen, beziehungsweise bevor das Ganze den Stoff auswählen, dann die Option auswählen, wie der Anzug auskommt zu sehen. Ich würde auch immer gerne oder immer 2, 3 Optionen mal zeigen anhand von einem bestehenden Anzug, weil das macht das Ganze einfach ein bisschen einfacher. Braucht man nicht alles so direkt komplett vorzustellen. Dann werden die Maßen genommen, dann ist das gespeichert in dein Size-Passport. Das bedeutet quasi, dass du alles auf einen Ort findest und du das immer, wenn das alles soweit passt und du zufrieden bist mit dem Anzug, du eigentlich immer danach super easy alles nachbestellen kannst. Noch eine Frage, bevor wir loslegen. Ich meine, ich habe eine relativ unkomplizierte Figur, würde ich sagen. Ja. Auch wenn ich die Hosenbeine mal anpassen muss, weil die Beine schmal sind. Was ist, wenn ich jetzt unübliche Maße habe? Geht es dann trotzdem? Ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn? Ja, ist alles möglich. Alles möglich? Ja. Ich würde sagen, bei Custom Made höre ich auf zu denken in Größen. Okay. Ich würde einfach sagen, sobald du ein Custom Made machst, wird das quasi auf dich zugeschnitten. Okay. Also stell, du spielst sehr viel Fußball oder Rennrad, hast einen sehr großen Oberschenkel, gar kein Thema. Okay. Oder jemand, der sehr groß ausgesprägt ist im Oberkörper, auch gar kein Thema, kriegen wir alles hin. Ja. Wunderbar, also ein Anzug für jedermann. Richtig. Mein nächster Schritt wäre jetzt eigentlich ja, was hast du dir vorgestellt, beziehungsweise in welche Richtung sollte es jetzt gehen? Wir halten das Ganze ja realistisch, weil ich habe schon über 20 Anzüge von euch, deswegen ich glaube, ich würde einen neuen Lieblingsanzug von mir machen lassen, mit dem ich rausgewachsen bin. Das heißt für mich, entweder dunkelgrau oder dunkelblau Flanell. Okay. Ein Reiher. Ich liebe 2 Reiher, aber ich finde, ein Reiher braucht man immer was. Ja, ein Reiher ist auch ein bisschen einfacher zu kombinieren. Genau, genau. Ja. Generell wäre mein Favorit dann für den grauen Flanell zu gehen. Eigentlich quasi das, was ich jetzt anhabe. Ah, okay. Weil das ist einfach den Staple Piece, die kannst du immer anziehen. Entweder mal ganz schick mit Schwarz angezogen oder ein bisschen lässiger auch mal mit einem Braun oder Beige, Camel. Würde eigentlich auch alles sehr gut aussehen. Zum Thema Schwarz haben wir übrigens ein Video gemacht, was hier oben auch eingeblendet wird. Ja, schwarz anziehen. Schwarz anziehen ist sonst nämlich schwierig für dich. Aber du hast jetzt schwarze Schuhe. Ich habe einen schwarzen Loaf an. Ganz dunkelgrau. Heller Grau, dunkelgrau, schwarz. Richtig. So kann man schwarz unter anderem anziehen. Aber folgt weiterhin mir und nicht ihm, denn sonst kriegen wir Ärger. Okay. Ich würde das sonst einfach mal 2, 3 Stoffen hier hinbringen. Mhm. Ich meine, du hast hier natürlich einmal ein Beispiel, aber da kannst du trotzdem nochmal die Nuancen sehen. Mhm. Oder halt auch, ob wir vielleicht statt das Flanell in eine Wolle Kaschmir gehen würden, was ein bisschen leichter ist. Und dann können wir halt nochmal 2, 3 Beispiele hier vor Ort sehen. Okay, sehr gut. Ja. Das heißt, ich setze mich jetzt mal, ziehe den Mantel aus. Richtig, du machst dich ganz bequem. Meine Unterhose, was? Das ist ein anderes Kanal. Aber was das angeht, kannst du mir den Mantel schon mal geben, würde ich das einmal hinhängen. Ich habe dir einen Kaffee gemacht. Dankeschön. Mit Wasser, eventuell sogar schon ein Bier. Oh, okay, ja, gerne. Ja, genau. Und bin gleich wieder da. Jo, danke dir. So,
Nice. Ah ja, ich sehe es gerade, Codes ist auch dabei. Richtig, ich habe einfach mal alles mitgebracht, okay. Ich denke, das könnte dazu passen, weil man ist immer als Mann so, man kommt und sagt, ich brauche einen Anzug, mhm, und dann ist man da und dann merkt man, ja, ich brauche aber auch zwei, drei Sachen zum Anzug. Mhm. Und deswegen würde ich das immer direkt mal mitbringen. Ja, cool. Aber im ersten Stand wollen wir ja uns einmal fokussieren auf den Anzug. Wisst ihr jetzt, warum ich sage, dass er so sympathisch ist? Man kann sich übrigens auch online, man kann sich den Berater aussuchen bei dem, ja, Buch. Ja, genau, okay, richtig. Also du kannst wirklich den Berater aussuchen und, ja, dann immer auch bei den Kollegen einen Termin buchen. Okay. Um einfach mal durchzuspringen. Boah, das Rot ist auch sexy. Bisschen Paarungszeit. Genau. Oh wow, das Grau ist auch schön. Ah, das ist so ein bisschen gelblicher, ne? Richtig. Wenn das mal an deins ranhält. Das ist ja, würde fast sagen, geht Richtung Grün. Ja, das recht. Fängt ja jetzt erst mit dem Taupe und so weiter an. Und dann kommt natürlich irgendwann hier nach dem Off-White Camel, wo ich den Camel auch immer ganz schön finde. Ja, absolut. Das Hellgrau, dann Grau meliert. Und dann dementsprechend hat das Grau, was ich jetzt anhabe. Mhm. Es gibt aber auch da die Möglichkeit, noch einen Ticken dunkler zu gehen. Mhm. Auch schön, ja. Wenn du sagst, ich würde gerne noch dunkler gehen. Mhm. Oder dann halt dementsprechend, das müsste eigentlich auch noch ein Grau sein. Und dann kommt halt das Blau. Kurze Frage zwischen rein. Was machst du mit Leuten, die jetzt hier an der Stelle sagen, hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das als Anzug ausschaut. Also wie soll ich mich da entscheiden? Dann würde ich immer ein Beispiel nehmen. Also das Ding ist, deswegen würde ich auch immer mit Stoffen arbeiten, die man irgendwie in eine Kollektion sieht. Weil für uns ist Custom-Made quasi nur eine Verlängerung von Ready-to-Wear. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest, hey, ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich habe jetzt heute einen anderen Anzug an als jetzt das Grau, mhm, dann würde ich quasi wirklich was, ja, einfach hier aus der Wand nehmen, okay, ja, und das einfach mal zeigen. Weil es ist halt einfach so, dass wenn du so ein kleines Stückchen Stoff hast oder so einen großen Anzug, das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Ja. Genau. Also wenn man sich nicht vorstellen kann, dann versuchst du immer irgendwas hier rauszuziehen, was dem entspricht, worüber man gesprochen hat. Richtig, genau. Okay. Oder etwas, was sehr, sehr ähnlich ist. Weil ich meine, ich habe nicht alle Stoffen hier. Ja, ansonsten, klar. Ich würde jetzt eigentlich mal schauen, ob der Stoff verfügbar ist, weil ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste. Ja. Weil ansonsten verliebt man sich jetzt quasi in der Stoff. Natürlich, und dann, ja. Weil es ist so, dass nicht immer alles verfügbar ist. Ihr habt natürlich eine gewisse Anzahl Meterware an Stoff und darauf könnt ihr dann von hier aus zugreifen. Vom Ding ist es sogar so, dass wenn ich hier was verkaufe, wird das auch direkt gemerkt, wenn das in der USA ist. Also es ist alles verbunden. USA, Junge! Also ist verfügbar. Ist verfügbar? Ja. Super. Der Stoff liegt dann bei 698 Euro und es gibt dann zwei, drei Optionen, die einen Aufpreis haben. Ich würde dir da aber auch immer erklären, warum, weshalb es Sinn machen würde, warum es vielleicht keinen Sinn machen würde. Wenn du sagst, ich lege da Wert drauf, dann würde man manche Sachen machen. Für mich wäre dann auch so, wenn du sagst, es ist mein erster Anzug, beziehungsweise ich brauche jetzt mal etwas, was ich für diesen Winter tragen kann, würde ich es eher schlicht lassen. Deswegen würde ich dir vom Ding her jetzt einfach mal was zusammenstellen, dir das mal zeigen und dann kannst du sagen, ob dir das gefällt oder nicht. Also ich habe jetzt quasi von 2 Knopf auf 2,5 Knopf gemacht. Ja, es ist zwar ein grauer Anzug bzw. ein Flanell, aber es darf ruhig ein bisschen spannender sein. Deswegen habe ich auch da von den Standard Notch Lapel auf den Concave gegangen, weil das trotzdem ja immer ein bisschen schöner aussieht und damit quasi den Anzug auch nochmal gehobener wird. Dann würde ich das quasi natural lassen, auf Natural Shirt, Arme auch auf 2 mm und ich würde dann halt von den Standard Flap weggehen und dafür dann den Jetted Pocket nehmen. Einfach weil dann das Schwere von dem Anzug ein bisschen leichter wird. Und dann würden wir gleich nochmal schauen, ja, was für einen Knopf wir nehmen. Ob wir jetzt ein halb gefüttertes Sakko nehmen oder vollgefüttert, weil jetzt ist es vollgefüttert und dann auch den Stoff da auswählen. Und dann gibt es hier noch eine Option, das würde ich dir gleich noch einmal erklären. Das ist jetzt sozusagen den Innenleben. Das ist ja das Half Canvas oder Full Canvas. Und das Half Canvas, Full Canvas ist quasi etwas, was du nicht sofort siehst. Ist aber auch wieder so ein kleines Investment, was sich dann irgendwann wieder zurückbezahlen wird. Im Grunde genommen ist es eigentlich beides gleich aufgestellt. Mhm. Ich meine, ich kann dir hier mal das Bild dazu zeigen. Ein Half-Canvas ist vom Schulter bis zum Knopf, ist halt ein Rosshaareinlager. Mhm. Und ein Full-Canvas ist quasi auch vom Schulter, aber statt dass es aufhört beim ersten Knopf, geht es bis unten durch. Mhm. Das sorgt dafür, dass wenn du den Anzug trägst, dass du über die ganze vorne Seite ein Rosshaareinlager hast, was sich quasi mitbewegt, was sich nach deinem Körper formt, durch deine Körperwärme und dadurch halt auch, vor allem wenn man es öfter tragen wird, was ich mal davon ausgehe, dann auch besser sitzen wird. Mhm. Also es ist 100 Euro, aber wird sich dann am Ende auch irgendwie lohnen. Vom Ding her würde ich dir trotzdem dann den zweilagigen empfehlen, weil in 4 Lagen wird zu viel mit der Dicke des Stoffs. Okay, ja gut, macht natürlich auch Sinn. Ja. Genau, genau. Ich würde mit der Variante gehen, die du gerade vorgeschlagen hast. Alright. Nur, dass du es mal gesehen hast, es gibt hier ganz viele Optionen. Ich habe jetzt ganz viel übersprungen und ich zeige dir einfach mal das Bild.
Das ist tatsächlich auch das, was du vorhin einmal gesehen hast. Mhm. Das ist mit den Concave Lapel, was ein bisschen weiter zum Schulter geht. Mhm. Finde ich, gibt es eine ganz schöne Silhouette, vor allem auch mit den 2,5 Knopf, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen und dann halt, sag ich mal, von dem Standard-grauen Flanellanzug quasi auf einen spannenderen grauen Flanellanzug zu kommen. Genau. Kann ich das einmal mit den aufgesetzten Taschen sehen? Ich weiß nämlich nicht, was mir lieber... Ja, klar. Genau, aber das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wenn du was ändern möchtest, was würdest du denn ändern wollen? Wenn ich dann den Patch Bock hat, würde ich immer, wenn dann, den Round-Patch machen. Mhm. Das sieht immer ein bisschen schöner aus. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Die Frage nämlich ja, ob es ein bisschen förmiger sein soll, weil dann sollte es die Jetted Pocket sein. Genau, genau. Vielleicht nochmal die Schulter ändern, aufgesetzt. Würdest du dann den Natural Pleated nehmen wollen oder sagst du, nee, ich würde trotzdem eher den cleaneren Look gehen und dafür Natural? Natural Pleated. Okay. Ich mag den Pleated Look. Cool. Deswegen ist auch hier die 20 Euro extra, weil es ja ein handgenähten Schulter ist. Mhm. Handgenäht, wow. Ja. Vorhin haben wir gesagt, wegen des Innenfutter. Du kannst jetzt entweder komplett gefüttert bekommen oder halt halb gefüttert, beziehungsweise auch als Butterfly Lining. Unterschied ist wirklich bei dem Butterfly und dem Half Lining ist, dass der Butterfly Lining im Rückenbereich nicht zusammengenäht ist, aber wie so eine Art Schmetterling locker voneinander bewegt. Und dadurch hast du noch mehr Bewegungsfreiheit. Also ich mag das tatsächlich immer, wenn es entweder half gefüttert oder Butterfly Lining hat, weil du dann quasi richtig das Innenleben siehst. Du siehst auch direkt, wie der Anzug verarbeitet ist. Mhm. Und das, ja, dann wird es halt quasi noch besser verarbeitet, weil du siehst ja alles. Ja. Also du kannst ja nicht irgendwie irgendwo losen Faden hängen lassen. Das muss alles schick aussehen. Okay. Deswegen, wenn, dann würde ich immer sowas machen. Okay, dann nehmen wir Butterfly. Cool. Jetzt haben wir natürlich hier alles einmal konfiguriert. Mhm. Aber das, was natürlich wichtig ist, ist ja, was du nimmst als Innenfutterfarbe, beziehungsweise auch als Knöpfe. Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, finde ich cool? Ich meine, du kannst ja natürlich die ganz normale Acetat nehmen, aber du hast auch die Möglichkeit, Richtung zum Beispiel entweder Permut zu nehmen oder einen echten Hornknopf. Ich weiß nicht, ob ich schwarz oder braun dazu anziehe. Würdest du sagen, das macht einen großen Unterschied? Ich denke, wenn ich auch schwarz dazu anziehen will, dann sollte ich so einen hellbraunen Knopf vermeiden. Richtig. Wird es wahrscheinlich eher dann in so eine Richtung gehen. Genau. Genau, irgendwie sowas wie das. Das hat so einen leichten Rotstich mit drin. Ja. Oder halt der hier. Das ist ganz dunkelbraun, was aber trotzdem teilweise aussieht wie schwarz. Ja, ich glaube, dann gehe ich eher mit dem hier. Ja, ich finde das Schöne von Horn ist, dass du jeden Knopf ist ja individuell. Und dann haben wir noch das Innenfutter. Also hast du ja jetzt das halbgefütterte. Mhm. Du kannst jetzt dich komplett ausleben. Wenn du sagst, ich möchte irgendwie zum Beispiel ein heftiges Paisley, aber du kannst es auch ganz schlicht lassen. Mhm. Ich bin eher immer der Freund vom ganz Schlichten. Dann ganz kurz, Leute. Ich verstehe das, wenn man sich dann noch nie einen Anzug hat machen lassen oder auch keinen Anzug besitzt, dass man sagt, ja, lass mal alles machen und individuell. Verstehe ich. Aber es geht ja darum, dass das Ding auch gut eingesetzt werden kann. Ja? Und dann finde ich es einfach relativ unpassend, sehe ich zumindest so, da jetzt großartig mit Farben zu spielen und Muster und so. Ich halte das ganz schlecht, weil ich damit viel mehr Kombinationsmöglichkeiten habe. Deswegen haltet den Ball flach. Und wenn ihr den zweiten, dritten, vierten, fünften Anzug habt, dann könnt ihr mal richtig was raushauen. Aber beim ersten verbaut ihr euch einfach die Kombination. Genau. Ich würde es auch ganz schlicht halten. Ich fände es cool, wenn wir einfach Ton in Ton in Ton bleiben. Und da sticht mir das halt einfach ins Auge. Was hast du jetzt drin? Ich habe jetzt, aber das gibt es eigentlich nicht. Das ist so eine Art... Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Also eine Art hellblau, weiß, grau. Kommt hier Simon mit der Extrawurst. Ja. Richtig. Muss trotzdem ein Unterschied bleiben, ne? Ja, klar. Also wenn du es Ton in Ton haben möchtest, das ist das, was wir als dunkelgrau benennen. Mhm. Du kannst aber in meinen Augen trotzdem auch sagen, hey, ich gehe für ein Grün, was auch ganz, ganz dunkel ist. Oder zum Beispiel ein ganz dunkles Navyblau. Finde ich auch cool, sieht auch ganz schick aus. Ich würde aber, glaube ich, bei dem Grau bleiben, einfach mal um alles möglichst clean zu halten. Ja, gibt es auch die Freiheit, was du dann dazu anziehst, ne? Ja. Ja, right. Die Hose. Hast du da eine gewisse Vorstellung? Vom Schnitt, meinst du? Ja, beziehungsweise die Design-Option. Also, Design-Option wie, möchtest du eine Buntfalte, Seitenzieher, Umschlag? Warum ich halt so frage, weil du hast jetzt quasi ein Sakko ausgewählt, was so die sartorialen Details hat. Genau. Also, du hast eine pleated shoulder, aufgesetzte Tasche, 2,5 Knopf. Deswegen würde für mich dann auch Sinn machen, die Hose in die Richtung zu machen. Ja. Und dann halt da auch direkt zu sagen, zum Beispiel mit Seitenzieher und so weiter und so weiter. Ja, das würde ich machen, genau. Ja. Side-Adjuster oder Seitenversteller, eine Buntfalte. Side-Adjuster, ich bin immer sehr Favorit von den Long-Side-Adjuster. Sieht immer ein bisschen schöner aus. Mhm. Buntfalte würde ich jetzt tatsächlich nur einen einfachen machen und dann den 5 cm Umschlag. Dann würde ich das Innenfutter auf dunkel machen, auch einfach, weil das nicht so schnell dreckig aussieht. Da es Flanell ist, würde ich dir auch ein Crotch-Piece reinsetzen, quasi einen kleinen Einlager, was halt dafür sorgt, dass der Stoff nicht so schnell verschleißt. So würde die Hose dann quasi aussehen. Also das ist sozusagen der Bund, den man vielleicht kennt von unserer Five-O-Hose. Mhm. Das heißt, der Knopfpunkt ist leicht versetzt.
besetzt, dann Seitenzieher, ein Einzelbundfalte und dann halt cool mit einem Umschlag. Ja, sieht gut aus. Möchtest du noch was ändern, beziehungsweise die Möglichkeit haben, einen zweiten Bundfalte zu machen? Oder sagst du, nee, das passt mir eigentlich so? Nee, das passt mir so ganz gut. Zweite Bundfalte ist mir ein bisschen zu klassisch. Muss da der Typ für sein. Nee, das gefällt mir so gut. So okay, gut, ja. Cool. Und wie gesagt, du hast jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache mir eine zweite Hose. Manchmal ist das auch mal gut, auch mit Flanell zu machen, weil Flanell natürlich ein bisschen anfälliger ist als den ganz normalen Stoff. Mhm. Und dann könntest du direkt sagen, hey, ich mache den entweder nochmal genau gleich oder halt quasi einen machst du zum Beispiel dann jetzt mit einem Gürtelschlaufe, sodass du auch die Möglichkeit hast, mal einen Gürtel zu tragen. Ich mache eine zweite Hose dazu, ja, nicht mit Gürtelschlaufe, vielleicht ein bisschen anders als die. Ohne Umschlag? Ohne Umschlag. Kannst du ihn natürlich auch relativ clean machen, dass du sagst, ich mache den jetzt ohne Bundfalte und ohne Umschlag. Das ist ein bisschen, also manchmal hat man einfach keinen Bock auf eine Bundfalte, weil es dann manchmal zu viel wird. Ja, also ich finde, wenn man selbst mal irgendwie die Hose mal ein bisschen im Koffer gekrumpelt hat, mal ein bisschen neu aufbügeln, dann finde ich das Bundfalte schon echt anstrengend. Und ich mache die den dann auch trotzdem ein bisschen anders vom Anblick. Aber Mann, ey, ich habe hier vorhin ein Thunfisch-Sandwich gegessen, jetzt trinke ich einen Kaffee. Ich habe echt einen Mundgulli, tut mir leid. Riecht man nicht im Video. Okay, ja gut, aber nicht im Video, das heißt nicht, dass er es nicht riecht. Ich sterbe den langsamen Tod. Sag mal. Ja, genau, jetzt kommt die klassische Frage, möchtest du eine Weste dazu? Warum eine Weste? Du kannst genau wie mit die zweite Hose, ich mache jetzt das ganze volle Programm, ja, bitte. Kannst du sagen, hey, ich mache eine Weste. Weil es ein Flanell ist, finde ich, dass du die Weste teilweise auch alleine tragen kannst. Mach auf dem Jeans oder mach mit einem Flanellhemd. Du kannst ihn dann natürlich ganz klassisch machen. So eine Peaky Blinders Weste. Ja, genau. Dann würdest du zum Beispiel sagen, ich nehme den 8-knöpfig. Und dann könntest du sagen, ich nehme den nicht als V-Shape, ich würde den als Peak Lapel nehmen. Und dann bekommst du richtig den Peaky Blinder Effekt. Ja, das finde ich gleich ganz cool. Wird dann anderes, ja. Aber auch von Jetted Pocket weggehen auch auf und dann auch die Straight Pocket, ja. Weil es dann einfach ein bisschen mehr bekommt. Und das passt auch zu dem aufgesetzten Taschen, die wir zum Sakko gemacht haben. Richtig, okay. Genau. Ist natürlich so, das ist jetzt ein Item, das wird jetzt nicht ein Weste sein für jedermann. Nee, weil das ist echt sehr aufgefahren, ja. Kann man aufgefahren, schon sagen. Richtig, genau. Deswegen das auch eher, wenn man sagt, hey, ich möchte mich jetzt mal irgendwie ganz echt super cool machen. Ja, aber das Schöne ist ja, wir sind ja bei einem klassischen Stoff, wir sind bei einer klassischen Farbe. Es ist kein Haut drauf Farbton. Von daher finde ich, kann man dann schon mal auch mit den Details so ein bisschen mal was zeigen. Ja, richtig. Ja. Ich mache dir aber trotzdem das Innenfutter wieder auf, das Dunkelgrau. Ne? Ja. Manche sagen jetzt, ja, ich möchte vorne und hinten den Stoff haben. Würde ich jetzt nicht empfehlen, einfach auch, weil du das Sakko hast du ja jetzt halb gefüttert, beziehungsweise in dem Butterfly Lining. Ansonsten hast du die zwei Stoffen, die sich dann die ganze Zeit gegeneinander aufreiben. Stimmt, deswegen, das muss nicht sein. Genau. Ja, jetzt siehst du, wir haben jetzt den Anzug zusammengestellt. Einmal die Weste, die zwei Hosen und das Sakko. Ja. Das Sakko, Hose 1, Hose 2. Ja, super. Und dann die Weste. Genau. Cool. Auch mit den gleichen Knöpfen, ne? Richtig. Super, genau. Sehr schön. Dann sind wir eigentlich soweit fertig mit das ganze Design. Jetzt würden wir einmal in den Umkleidekabin rein. Okay. Beziehungsweise du. Ich wollte gerade sagen, dazu muss ich auch noch das Bier aufmachen. Richtig. Das gibt's immer auf der Party. Kannst mir gerne folgen. Ich gebe dir dann direkt einmal ein Hemd und eine Hose. Ja. Ich gebe dir schon mal die Hose. Schätzungsweise sollte das deine Größe sein. Ja. Und dann klopfe ich noch einmal wegen des Hemd. Tada. Ist das nicht ein schöner grauer Flanellanzug? Stimmt. Ja, und das ist das fertige Ergebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Like und subscribe, nicht vergessen. Ja. Like und subscribe. Hey, genau so, den muss ich häufiger einbinden. Dürfen wir nicht rausschneiden für andere Videos. Ja, wie ist jetzt die Hose? Außer, dass es zu lang ist. Kacke. Nee, das ist gut. Na, hier, da merkt man so ein bisschen, ne? Ich habe vom Shirt her passt das oben am Kragen sehr gut, aber von der Weite, da passe ich zweimal rein. Ja, genau. Fass einmal an. Ist das gut? Ist das noch höher? Nee. Bunt ist gut, ne? Ja. Okay. Wie trägst du die Hose vom Länge? Baggy. Dann würde ich das jetzt hier beenden. Nee, also ich hab's ganz gern, ich trage sie schon gern mit No Break. Ich finde es aber auch wichtig, dass, ne, was man auch mal beachten, wenn man sich halt hinsetzt, wenn man einen Schritt macht, dass sich das halt nicht zu sehr nach oben zieht und dann irgendwie nach Hochwasser aussieht, ne? Ja. Von Alright. daher ist jetzt wahrscheinlich so ein Zentimeter noch dazugenommen, ne? Ja, ich stecke das mal ab und kannst mir sagen, ob dir das gefällt oder nicht. Wie findest du die Weite der Hose?
Ich glaube, die Weite der Hose, die finde ich ganz gut. Das darf ruhig ein bisschen. Länge ist gut oder sagst du einen Ticken länger? Länger würde ich nicht machen, nein. Mhm. Die gefällt mir von der Länge ganz gut. Wie ist für dich die Sitze höher, also qua Leibhöhe? Würdest du den gerne noch höher tragen wollen? Oder? Nein, ich trage die eigentlich schon ganz gern so, ja. Dann würde ich einfach jetzt mal über die Weste schauen. Genau. Jetzt müsstest du dich hier nicht unbedingt jetzt verirren lassen, weil das jetzt natürlich eine einreihige Weste ist. Du bekommst jetzt eine doppelreihige Weste. Mhm. Die wird dann vorne auch ein bisschen kürzer sein. Deswegen würde ich da gleich einmal schauen. Also ich stecke jetzt nur einmal die Länge ab vorne, sodass du dich mal einschätzen kannst, beziehungsweise ein bisschen einstellen kannst, wie das aussieht, wenn du dann eine doppelreihige Weste bekommst. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das mal schaut. Ich stecke den einmal rein. Weil wenn die Weste jetzt zu kurz ist, das siehst du jetzt hier vorne minimal, siehst du die ganze Zeit die Gürtelschlaufe. Die Gürtelschlaufe wird ja verschwinden. Mhm. Aber trotzdem soll es ja so sein, dass du, wenn du bewegst, das ist eigentlich das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du bewegst und du siehst die ganze Zeit ein bisschen Hemd. Ja, ja, genau, das möchte ich nicht. Richtig. Das ist ein richtiges No-Go. Deswegen würde ich das vorne 1 Zentimeter bis 1,5 Zentimeter länger machen. Ja. Also mir fallen natürlich immer direkt zwei, drei Sachen auf. Mhm. Das ist halt auch einfach, weil man da vielleicht mit einem anderen Auge danach schaut. Ja. Aber wenn du jetzt das anhast, ne? Mhm. Was fällt dir sofort auf, beziehungsweise was würdest du jetzt vom Schnitt, jetzt nicht unbedingt die Option, aber nur den Schnitt, geändert haben wollen? Also ich finde, hier ist es relativ viel und hier wird es ein bisschen zu schmal, auch vom Knopf her. Mhm. Ich merke, dass ich in der Schulter, dass es am Limit ist. Genau, ich meine, liegt auch daran, dass ich die Weste darunter habe. Ansonsten Ärmel auch ein bisschen länger. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich würde dir sonst trotzdem gerne nochmal die Nummer größer mal geben, einfach als Vergleich. Ich check trotzdem einmal. Wenn man ins Sakko reingeht, immer hier die Hemdärmel festhalten, wenn man danach nicht erstmal auf die Suche geht, wo die denn hingekommen sind. Genau, es ist jetzt natürlich noch lockerer auf der Brust, ist aber auch lockerer jetzt an die Taille. Ja, aber es ist angenehmer an der Brust. Vorher habe ich richtig mal Oberkörper drin gemerkt. Auch so, ne, wenn man auch mal ein bisschen Gewichtsschwankungen hat, so ein bisschen mehr wird, dann wäre das andere sehr knapp geworden. Das finde ich jetzt viel angenehmer. Aber ich merke auch hier so, dafür ist dann hier unten ein bisschen. Wohin fühlst du dich wohler? Das ist eine 58. 50 ist das. 50 meine ich doch. Keine 58. Nee, das wäre krass. Ja, siehst du, aber da merkt man mal, ne? Man wird halt einfach mit dem Alter ein bisschen mehr. Vorher war ich immer eine 48, jetzt auf einmal passt mir die 50. Kurz ist mal verheiratet und so, schon geht's los. Hören Sie mal. Schon geht's los. Also für mich ist das auch, sitzt einfach schöner. Ich meine jetzt, die Brust liegt viel schöner, die Taille sieht viel schöner aus. Mhm. Trotzdem fallen mir zwei, drei Sachen auf, die ich anders machen würde, beziehungsweise auch, es gibt halt, sage ich mal, im Rückenbereich zwei, drei Falten, die man jetzt beim Anzug von der Stange jetzt nicht wegbekommen würde, aber jetzt die man beim Anzug in Custom Made jetzt wegbekommen kann. Also das ist jetzt auch, der ist genauso von der Stange? Das ist jetzt quasi das Schlupfteil, wo die Maßen sozusagen eingegeben sind bei uns in der Factory. Und dann kann ich sozusagen jetzt mal das Schnittmuster ein bisschen anpassen, beziehungsweise anpassen auf dich. Genau, und ich passe auch einmal die Schulterhöhe an. Mhm. Du weißt, du gibst mir eine richtig schöne Vorlage hier nur zu bashen. Es ist einfach when opportunity meets, ich weiß es nicht. Du weißt, was ich meine. Man ist auf die richtige Stelle auf dem richtigen Moment. Genau. Genau sowas. Genau. Also ich passe jetzt einmal die Schulterhöhe an. Du hast, deswegen sieht man das ganz schnell, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Sakko aufknüpfe, dass das eine Knopf höher und ist als der anderen. Du siehst jetzt, wenn ich das locker zufahren lasse, dass der minimal runtersteht. Ja. Ist nicht viel, aber es ist trotzdem minimal. Mhm. Und das ist auch deswegen, hast du zwei, drei kleine diagonale Falten hier. Ach so, weil meine Schulter tiefer genau, sitzt richtig. Als die andere. Eine Schulter ist ein bisschen tiefer als der andere. Ist eigentlich das, was man immer sieht, weil das ist ja ein Schnittmuster und niemand passt eigentlich perfekt im Schnittmuster rein. Deswegen, wenn man Custom-Made macht, dann auch richtig. Deswegen würde ich das dann auch direkt machen. Können wir so als Überschrift nehmen, wenn man Custom-Made macht, dann auch richtig. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Nice. Können einen Adventskalender mit deinen Sprüchen rausbringen. Du möchtest auch ein bisschen taillierter haben? Ja, ein bisschen. Okay. Also das andere war zu eng. Ja. Deswegen würde ich das nicht zu tailliert machen, sonst wird es zu eng. Wie findest du das? Super. Okay, ist genau, der Stoff auch weg, von der mir eben aufgefallen ist. Ja. Also das, was man in jedem Fall nochmal schauen kann, ist einmal das Armloch. Deswegen fasse ich hier einmal an. Man könnte es einen Ticken höher setzen, dann hast du noch weniger, dass du hier irgendwie... Ja, von mir aus gerne. Das, genau, wenn du sagst, das geht. Das ist ja das, was du, wenn du so machst, jetzt hier, was du hier quasi siehst, das würde ich dann halt wegnehmen. Ja. Genau, also ich setze es ein bisschen höher und nehme auch direkt die Taille weg. Das macht man normalerweise nicht. Ich habe vorhin gesagt, jeder, der da hinzumacht, der bekommt ein Hausverbot. Aber ich muss trotzdem mal schauen, ob das jetzt richtig sitzt. Weil eigentlich saß auch die Hüfte von der 48 eigentlich ziemlich gut. Ja. Und wenn ich jetzt schaue, finde ich den, dass er minimal locker ist. Deswegen würde ich ein bisschen was wegnehmen. Das ist wahrscheinlich echt nur minimal, aber... Genau, was sagst du?
Ich sehe, ach so, ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen Unterschied, aber oh ja, doch, der ist schon, der sieht gut aus. Jetzt siehst du eigentlich, dass es schön in die Taillierung weitergeht, in die Hüfte. Ja. Genau. Ja. Sorgt dann halt für einen guten Übergang. Okay. Jetzt ist eine ganz kleine Sache, was ich auch nochmal wegnehmen würde. Mhm. Das ist ein kleines Detail. Also man kennt das, sag ich mal, bei den manchen aus Italien, dann ist es quasi hier vorne ganz weit geöffnet. Das würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Aber was du jetzt siehst im Vergleich zu links und zu rechts, ist, dass es links in meinen Augen hier noch ein bisschen zu locker ist. Mhm. Und hiermit würde ich das unten ein bisschen weiter öffnen. Sieht halt dadurch schöner aus. Genau, ist 1 cm. Jetzt ist hier das Arm natürlich ein bisschen lockerer als jetzt bei der 48. Also wir machen es natürlich alles ein bisschen taillierter, aber ich finde es jetzt nicht zu weit. Ich meine, es passt ja eigentlich auch dazu. Ich hatte früher bei dem Wahn, dass es zu tailliert alles sein soll. Jetzt ist es ein bisschen zeitloser. Ja. Vom Ding her würde ich aber eine Sache tatsächlich nochmal anpassen. Mhm. Jetzt hast du relativ viel Luft, wenn es jetzt kommt auf den Ärmel. Ja, genau, beziehungsweise Ende, die Öffnung vom Sakko. Ich würde den tatsächlich ein bisschen enger machen, aber es ist nur ganz wenig. Mhm. Kannst du mal deinen Arm anwinkeln? Wie ist das? Ja. Ist gut oder ist es zu eng? Ich frage mich, was. Ich bleibe ein bisschen zu eng, wenn ich einen Pulli oder sowas nochmal drunter habe. Also. Mhm. Okay, dann würde ich es einfach lassen. Okay. Die Armlänge. Klassisch ist ja, dass es da sitzt, beziehungsweise jetzt hört da sozusagen deine Hand auf und dann fängt dein Arm an. Dann hast du auch, wenn du dein klassischen Hemd hast, dass du immer ein bisschen Hemd siehst. Mhm. Wäre für mich, wenn ich jetzt nicht nach dem Hemd schaue, eigentlich die klassische Länge, würde ich deswegen auch so lassen. Mhm. Außer du sagst, nee, ich trage es gerne kürzer oder länger. Nee, auf keinen Fall. So ist gut. Ich denke auch, weil jetzt kommt das Hemd raus, soll nicht zu sehr rausschauen. Genau. Man will sich auch ein bisschen bewegen. Richtig. So, weil so fällt es perfekt wieder zurück, finde ich, auf die Länge. Ist okay. Gut. Die Gesamtlänge vom Sakko? Finde ich gut. Ich glaube, kürzer sollte es nicht sein. Nee. Und länger auch nicht. Da kannst du Sakko schon wieder zurückgeben. Das ist eine Punchline gegen Simeon. Ich glaube, er führt. Oh, jetzt mal so spontan. Fies oder nett? Bleiben wir nett. Bleiben wir nett? Über der Gürtellinie. Über der Gürtellinie. Ja, deswegen ist jetzt meine Hose auch so hoch. Hey Leute, das habe ich einfach verloren. Das ist okay. So, ich messe nur mal ganz kurz einmal die Hosenbeinlänge auf und dann kann ich die auch aus die Nadel schon rausnehmen. Du kannst dich, was das angeht, jetzt einfach wieder komplett umziehen. Dann haben wir's. Ja. Also Justus, das hier jetzt dein Anzug. Sakko? Ja. Ja, nee, alles scheiße, mach nochmal. Nein, das ist jetzt dein Anzug. Ja, ja, das ist jetzt deiner. Den musst du auch genauso wie es bezahlen. Genau, also sind die Hose noch einmal. Ich weiß, das ist vorher zweite auch. Hose. Die zweite Hose ein bisschen cleaner. Ja. Und dann die Weste richtig aufgedreht, Biggie Blinder. Ja. Alles cool. Drauf und dran. Sind jetzt insgesamt bei 1216, Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Ja. Kann ich mit meiner Bahncard bezahlen? Mit deiner Bahncard? Mhm. Also nur, wenn du Air Miles hast. Ah, okay. Ja. Nicht gleich, ja. Ja. Weil die Frage ist, welche Bahncard hast du? Von der Deutsche Bahn oder? Deutsche Bahn, ja. Die zählt weniger, ne? Ja, richtig. Dann musst du hinten abwaschen. Ach so, okay. Genau. Zu wortgewandt, zu spontan, zu cool, zu sympathisch. Ich übergebe deinen Channel an mich, meinen Channel an dich. Mic drop. Ich würde dann auch direkt schon einen Abholungstermin machen, dass wir dann quasi gleich schauen für die 3 Wochen. Bestätigung bekommst du per E-Mail und den Rest kümmere ich mich drum. Das war's schon. Gut, das war's schon. Dann vielen, vielen Dank. Sehen wir uns in 3 Wochen wieder. Richtig, genau. Vielen Dank für deine Zeit. Nicht dafür. Ich muss ja dahin. Und nicht vergessen, like und subscribe. Und teilen auch. 3 Wochen später. Der Anzug ist jetzt fertig. Wir gehen rein. Ich habe extra meine Lederjacke angezogen, damit ich ein bisschen dickere Haut habe für die frechen Sprüche von Simeon. Und mal schauen, was mir heute an den Kopf wirft und wie der Anzug geworden ist. Ja, aber ganz kurz, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, der Mann ist halt einfach... Der ist lustig, der ist spontan. Gefällt mir. Aha. Moin, moin. Na, alles gut? Ja, soweit. Schön, dich zu sehen. Oh, der war gut. Ja. Frisch siehst du aus. Ja. Kann man nicht leugnen, dass wir vor 2 Wochen erst hier waren, ne? 2, 3 Wochen? Ja, genau. Richtig. Bart hast du auch? Bart habe ich auch. Einmal zum Friseur gewesen. Ah, sehr gut. Sehr schön. Ja, können wir gleich loslegen. Mach mal. Ja, Justus, also ich habe schon einmal alles vorbereitet. Wir gehen dann gleich in die Ecke rein. Du springst in deinen Anzug, ziehst einfach alles einmal an. Schau mal, ob alles passt. Brauchst du auch Hilfe bei der Tür, oder? Oh Mann, ey. Du baust richtig Druck auf. Also, ich fasse jetzt mal die Hose einmal an. Aber
Wie sitzt der? Ich denke gut. Ja, würde ich sagen. Könnte ich ein bisschen höher tragen, ne? Ja, richtig. Damit das richtig auf dem Schuh aufsitzt. Das ist immer so ein Punkt, man kann es ja 1-2 cm mal hochziehen, runterziehen, je nachdem. Sollte natürlich nicht zu kurz, nicht zu lang sein. Aber so sieht's gut aus, würde ich sagen. Ich gebe dir dann direkt einfach mal die Weste, weil wir haben ja auch eine Weste gemacht. Und die Hose, die du jetzt anhast, ist ja die ausgefallene Variante. Ne, mit deiner Bundfalte und einem Umschlag. Immer den Knopf innen zumachen. Ja. Nice. So. Nice. Sehr schön. Sagst du? Also ich würde mir jedenfalls noch einmal aufsteamen, weil mir fallen jetzt 2-3 Sachen auf, also hier, dass hier mal so eine kleine Falte ist, aber ansonsten. Ansonsten ist gut, ne? Sieht echt gut aus. Vorne noch ein bisschen Platz darunter. Ein wenig Platz ist da, dass ich, wenn ich die Weste ausziehe und einen Pulli anhabe, passt das auch. Das ist mir auch wichtig. Ja. Ich persönlich trage es nicht so gerne mit Weste darunter, wenn dann nur offen. Ja, genau. Weil geschlossen sieht das mal ein bisschen komisch aus. Ja. Aber so ist es auf jeden Fall sehr schön. Ist auch wahnsinnig, wahnsinnig schöner Stoff. Ist perfekt für den Winter, finde ich. Sieht auch richtig gut aus, so aufgesetzte Tasche, die Schulter sitzt richtig gut. Genau, die Taschen habe ich noch zu. Kurze Frage, das kommt nämlich immer wieder, warum sind die Taschen zu? Also das ist tatsächlich meistens so für den Transport, aber generell ist es eigentlich so, dass du die Tasche nicht gebrauchen wirst, weil sobald du die Tasche auf hast, ich habe das jetzt auf, das Gefahr ist, dass du dann was reinsteckst, sieht immer ein bisschen komisch aus. Weil dann hast du hier so eine Tasche und möchte man nicht. Du hast, was das angeht, genügend Taschen auch innen drin im Sakko. Habe hier auch schon das eine Knopf aufgemacht. Finde ich immer ein sehr schönes Detail, weil die Knöpfe bei uns sind immer aufknüpfbar. Das ist ein wichtiger Qualitätsfaktor. Das meistens ist nämlich so, dass man die Knöpfe gar nicht aufmachen kann. Und das hier ist ein Zeichen dafür, dass das wirklich gut gearbeitet ist. Echte Knopflöcher. Ja. Schulter sitzt gut. Schulter sitzt Ärmel gut. Ärmel von der Weite sind gut. Länge ist auch top. Ja. Nee, ich find's gut. Es ist wirklich zeitlos. Es ist nicht zu eng, es ist nicht zu weit. Ja. Ich kann mich gut drin bewegen, ohne dass es irgendwie komisch wird. Ja. Fühlt sich gut an. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Stoff. Schade, dass du deinen nicht nochmal angezogen hast. Dann wären wir jetzt wirklich Honey und Nanny. The Twinning oder is winning. Cup und Kappa. Was gibt's noch? Dick und doof. Ja, jetzt wird's gefährlich. Gibt's nicht irgendwas in deiner Sprache? Irgendwas Falsken und Dorsken oder so? Mir fällt gerade ein Jeppe Janneke, aber das ist... Jeppe Janneke? Jeppe Janneke. Das hab ich noch nie gehört. Nice. Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt am Sakko gar nichts mehr machen, Weste auch nicht. Das, was mir aufgefallen ist, bei der Hose würde ich tatsächlich das Gesäß Zentimeterchen enger machen, weil ich da ein bisschen, also in meinen Augen, zu viel Luft gesehen habe. Okay. Das kann ich gleich einmal abstecken, dass es auch drin ist. Ja. Genau, dann kannst du, was das geht, jetzt das Sakko schon wieder ausziehen. Ja. Genau, also ich habe das Gesäß ein bisschen enger. Dann sitzt es halt auch einfach ein bisschen schöner. Genau, dann kannst du, was das geht, jetzt mal die zweite Hose anprobieren. Ja. Finde ich, sitzt so auf Anhieb auch wunderbar. Ja. Ich finde, hier ist es ein bisschen unkomplizierter, was den Umschlag angeht, wie es auf dem Schuh sitzt. Mal staut das ein bisschen, mal weniger. Genau. Hier ist es, finde ich, deutlich unkomplizierter. Bisschen cleaner, in Anführungszeichen. Ja, Details, ne? Also vor allem auch die Knopfleiste ist ja verdeckt und keine Buntfalte. Wie du sagst, richtig clean Look. Okay, schön. Genau. Ah, kann man hier zumachen. Aber hier würde ich das Gesäß nicht enger machen. Okay. Ist halt immer ein bisschen so, wenn man einen Buntfalter hat, dann ist es manchmal ein bisschen lockerer. Dann passt soll ich das Sakko nochmal dazugeben, dass du einmal den Look siehst? Gerne. Dankeschön. Nicht dafür. Genau, jetzt sieht man natürlich auch, dass du noch ein bisschen Luft hast, aber es ist echt auch gut, du kannst entspannt mal einen Pulli drunter anziehen. Das habe ich wahrscheinlich sowieso vor, dadurch, dass es ein Winteranzug ist, kommt dann doch eher mal zum Einsatz mit einem Pulli drunter. Ja. Fühlt sich gut an, sieht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, mir fällt nichts Blödes ein. Mist, du hast einen guten Job gemacht. Kann man nichts anderes sagen. Vielen, vielen Dank. Nicht dafür. Okay. Ja, genau. Also was ich jetzt machen kann, ist einmal dann quasi das Speichern, das eine Zentimeter, wenn du eine Buntfalthose machst, dann kannst du das quasi immer direkt nachbestellen, das ist alles gespeichert in das Size Passport. Das bedeutet, jetzt kannst du einmal komplett durch die Kollektion
klicken, okay, und Sakko, Hose, ja, einfach nachbestellen. Ja. Theoretisch könnt ihr das dann auch einfach online machen, ne? Genau, oder richtig. Oder gar nicht mehr in den Store kommen. Genau, richtig. Okay, auch cool, sehr gut zu wissen. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt hier gewesen, habe mir 3-4 Stoffen abfotografiert, mhm, solange die noch online verfügbar sind, kannst du das auch dann easy von zu Hause, cool, einfach bestellen. Perfekt. Ja. So sieht das Ganze aus, wenn du dir bei Suit Supply einen Custom-Made-Anzug machen lässt. Ich kann euch nur empfehlen, zu diesem jungen Mann zu gehen, falls es ein bisschen Spaß machen soll, falls ihr Kompetenz haben wollt, ist der Mann auf jeden Fall der Richtige dafür. Und falls ihr geroastet werden. Ja. Das gibt's umsonst. Das gibt's umsonst. Ach Mensch, cool. Super, wir sind fertig. Ich gehe jetzt um 10 und dann sehen wir uns an der Kasse wieder. So, Justus, das ist jetzt ein Anzug. Den packe ich jetzt immer für dich ein. Mhm. Die kleine Nachänderung machen wir nochmal an die Hose. Das, mhm, hat auch eine halbe Stunde fertig. Halbe Stunde? Genau. Okay. Weil es jetzt nur das Gesäß ist, es geht dann auch aufs Haus, weil es ein Custom-Made ist. Das, ja, bedeutet, kleine Nachänderung machen wir dann auch. Genau, ich packe das einmal für dich ein und dann, super, bist du ready. So, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Leute, so sieht der Custom-Made-Vorgang aus, wenn ihr bei Suit Supply euch einen Anzug machen lasst. Wir packen euch den Link dazu in die Beschreibung, dass ihr euch einen Termin buchen könnt. Zum Beispiel hier in Hamburg bei Simeon. Ich kann es euch nur empfehlen. Der Mann ist super gut. Mir ist noch ein Vergleich eingefallen, nämlich Batman und Robin. Und da er ziemlich sicher den Punchline-Count gewonnen hat, überlasse ich dir gerne die Batman-Rolle, aber auch nur, weil ich dich gerne in einem Fledermaus-Kostüm sehen würde. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und eine Sache habe ich noch. Hier ist ein Anzug. Ganz wichtig, like, subscribe, teil und kommentier und seine OnlyFans-Page gibt es auch bald. OnlyFriends.